Wer kennt den Song noch? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wer hat den kennt? Doch noch. Ich habe jetzt gedacht, am Abend wird das eher ein bisschen weniger, weil ich persönlich, obwohl ich 27 Jahre alt bin doch in einer Generation gewachsen, die diesen Song eigentlich nicht mehr kennt hat. Also ich habe den schon mal so irgendwo mal ein bisschen gehört gehabt, aber wirklich aktiv gesungen oder so. Das ist bei mir in der Kirche nicht mehr dran gewesen. Aber anscheinend ist das bei euch ja ein bisschen anders. Genau. Das Lied Macht hoch die Tür basiert auf dem Psalm 24, wo es nach der Luther-Übersetzung heisst: Macht die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Dieser Satz wird uns in dieser Message innen ein bisschen begleiten. Wir sind mittendrin in dieser crazy, mega kreativ gespickten Serie, in dieser Weihnachtsserie drin, und heute geht es darum, ein Charity Sunday zu machen. Charity Sunday. Wenn du das Wort Charity hörst, was geht da bei dir ab? Bei Filmen kommt so ein bisschen in Erinnerung, boah, nicht schon wieder irgendjemand muss Geld spenden, nicht schon wieder irgendeine Aktion, wo noch jemand etwas will von einem. Weil besonders die Weihnachtszeit ist doch genau die Zeit, wo jeder noch etwas will von einem. Und an jeder Strassenecke, überall stehen sie und wollen dir noch irgendwie einen Flyer in die Hand drücken, wo du noch etwas Gutes könntest tun, was ich dein Gewissen möchte ansprechen. Ich möchte dir heute zeigen, wie wir als Kirche den Begriff Charity oder auf Deutsch Wohltätigkeit verstehen und möchten leben. Und du wirst sehen, dass es nicht einfach bei diesem Begriff Charity bleibt, sondern dass es viel mehr mit etwas zu tun hat, was mit einem ganzen Lifestyle mit uns zu tun hat. Wo es Menschen gibt, die ihr Leben verschrieben haben, um anderen Menschen zu dienen, anderen Menschen zu helfen. Und auf das möchten wir heute den Fokus überlegen, wie wir das als Kirche umsetzen. Wir haben uns in der Kirche einen Bereich, der heisst Acts. Das ist die Anlehnung an das englische Wort für das Buch der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und es ist auch gleichzeitig ein Wortspiel, was heisst, hey, Acts. Wir sind berufen zum Handeln. Und wir haben einige Projekte, die wir da drinnen am Laufen haben. Und auf die möchte ich heute Abend ein bisschen eingehen und was die mit uns können zu tun haben. Bevor wir aber zu diesem Projekt kommen, möchte ich den Fokus auf das richten, was wir heute hier vollbracht haben. Hey, schon am Morgen sind über 100 Päckchen zusammengekommen und der Berg hat sich jetzt noch viel mehr aufgetürmt. Und ich möchte dir an dieser Stelle Merci sagen, dass du dieser Bitte nachgekommen bist und selber ein Päckchen mitgebracht hast, um Kinder und erwachsene Personen in Osteuropa neue Hoffnung dürfen zu geben. So genial. Und warum haben wir das gemacht? Wir haben gesehen, dass AVC das Projekt ins Leben gerufen hat, zusammen mit anderen Organisationen. Und wir die AVC finanziell jedes Jahr unterstützen im Moment. Und wir haben gefunden, wir möchten bei dieser coolen Aktion auch mitmachen, weil es etwas Praktisches und Einfaches ist und so viel kann bewirken. Und AVC hat sich persönlich bei uns gemeldet, um uns Danke zu sagen. Aus Rumänien, ich bin Christoph und wohne jetzt so über 10 Jahre, bin ich Emigrant aus Rumänien und helfe hier in der lokalen Gemeinde. Und heute sind wir in Säcke, wo wir Arbeit angefangen haben mit AVC in Nehemia. Und wir gehen jetzt heute unsere Brüder und Schwestern besuchen. So, kommt mit mir. Wir sind bei der Familie Marin, das ist Ramonas Mama. Und Tata Marin. Tata? Marin. 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 Und sie wohnen hier am Haus. Wir sind jetzt im Haus von Nella und Mariana. Das sind zwei Schwestern aus der Gemeinde, die auch körperlich
behindert sind und dank ICF und auch Nehemia und AVC Schweiz können wir ihnen auch ein bisschen Freude, Hoffnung und Vertrauen schenken und wir werden ihnen jetzt auch die Geschenke übergeben. Menschen hier zu sagen, bedeutet eure Hilfe sehr viel. Sie können natürlich von so einem Häkchen eine Woche bis zwei leben. Ihr seht auch, das Dorf ist sehr, sehr isoliert und weg von der Zivilisation. Also, eure Hilfe wird sehr, sehr geschätzt hier und wir danken euch von ganzem Herzen. Wow! So genial, die ersten Päckchen sind bereits angekommen und mit diesen Päckchen werden morgen bereits auf die Reise gehen und in ein Land gehen, in eines von diesen sieben Ländern in Osteuropa und dort werden Kinder und Erwachsene beschenkt. Gib doch dein Sitzgespendchen und allen von uns einen riesen Applaus, was wir hier alles zusammen vollbracht haben. Ja, wir haben nicht nur ein Herz dafür, einfach Geschenke ins Ausland zu geben, sondern es gibt Leute bei uns in der Kirche innen und die möchten sich gerne an Ort und Stelle im Ausland selber investieren. Es gibt Leute, die Auslandeinsätze machen, für kurz oder längere Zeit. Und einer davon ist Sarah Kunkel, die sich im Moment in Nepal befindet. Und ein Pärchen, der Netto und Debbie, die im Moment in Kambodscha sind und dort Vollgas geben. Wir haben noch weitere andere Leute, die auch noch im Ausland sind im Moment, aber sie drei, sie haben sich nicht entgehen lassen, sich bei uns zu melden, wie es ihnen so geht und möchten ein paar Worte an uns richten. Und dass sehr ferne Länder sind, ist die Qualität der Videos nicht immer ganz so gewährleistet, außer natürlich, wenn es mit ICF Kambodscha zu tun hat. Aber ich glaube, wir haben alle Verständnis dafür. Hallo miteinander, ich bin Zara. Ich bin im März auf Nepal gereist, ausgesendet worden von euch. Ich arbeite hier mit Iris Global, based sind wir in Kathmandu und wir machen ganz verschiedene Sachen. Etwas, was ich hier mache, ist wirklich die lokalen Leute investieren, ihnen von Gottes Liebe erzählen und mir einfach wünschen, dass sie zum Vaterherz zurückfinden. Biba, die wohnt mit mir und so kann ich ganz viel Zeit und Liebe in sie investieren. Sie stellt sich gut vor. My name is Biba. I'm working with IDIS. It's been 7 years and I like to do ministry and tell about Jesus to other people. Thank you. Merci vielmals für alle mitzudenken, für mitzubeten. Und vergesst nicht, für jeden Einzelnen, der vor euch ist, zu stoppen und ihm Gottes Liebe zu zeigen. So, ICF Bern, this is ICF Cambodia. Das ist der Netto und ich bin Debbie. Wir sind mittlerweile seit 2 Monaten hier in Kambodscha. Wir werden noch für weitere 4 Monate hier im ICF Kambodscha sein. Wir erleben hier im ICF Kambodscha eine Generation im Aufbruch und es ist wunderschön zu sehen, was Gott durch das ICF hier in Kambodscha leistet. Und auch du, als Teil des ICF Bern, unterstützt hier das ICF in Kambodscha. Merci vielmals für deinen Beitrag. So this is all about ICF Cambodia and if you would love to come and join us, you all very welcome. You're all very welcome. Salutska. Wenn jemand hinter da, der für Russland Einsatz verantwortlich ist, wenn du Interesse daran hast, dann darfst du nachher gerne hinterher gehen. Wie du siehst, investieren wir uns so weit raus, global, aber unser Ziel als Kirche, als ICF Bern, ist es so ganz spezifisch, uns lokal zu investieren. Und wir haben als ICF einen Traum aufgeschrieben und dort steht in einem Teil drin, die Nöte von der Gesellschaft bewegen sie, also die Kirche, zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Grosszügigkeit und sie schaut hin und nicht weg. Und wo wir nicht wegschauen möchten, ist, dass in unserer Stadt und unserer Umgebung, da gibt es Menschen, Familien, die finanziell nicht so gut, die es nicht so gut haben. Und die Vineyard
Eine grosse Kirche hier in Bern hat ein Projekt am Laufen, das sich Heilandsack nennt. Und sie begegnen dort in dieser Not ganz praktisch. Und wir haben gefunden, als ICF, wir möchten uns dem anschließen und sie unterstützen dem innen. Und Lörl und Joel haben gestern einen Einsatz geleitet hier in Bern, wo es genau um das Projekt geht. Und sie werden uns kurz berichten, was sie erlebt haben. Lass uns sie mit einem herzlichen Applaus auf der Bühne begrüßen. Genial. Schön, seid ihr da. Ja, cool. Ja, in einer Migros-Filiale gestern in Bern sind nicht einfach normale Einkäufe getätigt worden. Das hat mit euch zu tun gehabt. Erzählt doch kurz, was dort passiert ist. Ja, wir haben bei der Heilandsack-Aktion mitgemacht. Und das Prinzip ist relativ einfach. Man kauft ein bisschen mehr ein und füllt dann die Heilandsack. Und das kommt dann zu gut, vor allem bedürftige Familien in Bern, Migranten, Asylbewerber, Obdachlose. Die Sachen werden dann sortiert in andere Säcke rein. Ich schaue, dass dort alle eben die gleichen Sachen bekommen und die werden dann einmal pro Woche so verteilt. Und gestern haben wir das mitgeholfen, da geht in Lengasse und Zähringen Migros und es war wirklich sehr cool. So. Und wie haben die Leute reagiert auf das? Mega unterschiedlich. Also wir haben wirklich nie recht gewusst, was uns erwartet, wenn wir jemanden angesprochen haben. Teil waren recht kritisch, teil haben gar nicht viel mit dem zu tun haben oder keine Zeit gehabt. Und der hat gesagt, ja, wir finden es zwar blöd, dass ihr vor der Kirche seid, aber das, was ihr macht, ist mega cool. aber es hat auch sehr, sehr viele Leute gehabt, wirklich die Mehrheit, die mega positiv reagiert hat, die begeistert war, dass man sich so einfach für etwas einsetzen kann, was zum Teil wirklich randvolle Säcke zurückgebracht hat, mega viel Geld eingekauft hat. Wir haben wirklich gestaunt. Und ja, es war einfach lustig, so einen Nachmittag mit den Leute verbringen. Es hat einfach lustige Geschichten gegeben. Zum Beispiel ist so wirklich ein ganz alter Mann auf mich zugekommen, der so ein Wägeli hinter sich nachgezogen hat. Und ist vor mir geblieben stehen und hat schon die gesammelten Säcke angeschaut, die schon ganz voll waren mit Essen vor dem Migros. Hat mehr angeschaut, ist dort so rumgestanden und ich dachte, er wollte vielleicht einfach wissen, was hier los ist. Er kommt vielleicht nicht so draus, was wir hier machen. Und habe ihm erklärt, wer wir sind und was wir machen und für wer das alles das Essen ist. Und er hat nichts gesagt, er hat mich einfach angeschaut und ich dachte, vielleicht versteht er mich gar nicht, vielleicht hört er nicht gut, er war wirklich mega alt. Er ist halt einfach ein bisschen gestanden und plötzlich schaut er mich an und sagt, ja, kann ich jetzt so einen Sack haben oder was, zum mitmachen? Und ich war so perplex, weil ich einfach dachte, das hätte ich dem nie zutraut, dass der auch noch für andere einkauft, das auch noch trägt, das irgendwie unterstützt. Das ist wirklich beeindruckend und wirklich cool gewesen. So gut. Und was hat das Ganze mit unserem Sonntag hier zu tun? Ja, ich finde es cool, machen wir dort auch mit. Es ist jeweils so, dass am letzten Sonntag vom Monat werden die Heilandsäcke hier verteilt. Und am darauffolgenden ersten Sonntag vom nächsten Monat kann man die gefüllt hier abgeben. Und ich finde es eine mega coole Möglichkeit, so mit einer alltäglichen Tätigkeit wie einkaufen, dann zu viel einkaufen und den Leuten wirklich etwas Gutes tun, was sie können brauchen und was sie sonst nicht erleben würden. Danke euch vielmals für den Einsatz, den ihr gegeben habt gestern. Geben wir Ihnen noch mal einen Einsatz. Ja, finanzielle Nöte sind eine Herausforderung in unserer Gesellschaft. Wir als Kirche sagen uns, hey, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Also sind wir auch ein Teil dieser Herausforderung und möchten dort hineinstehen. Und das machen wir unter anderem auch in der Budgetberatung. Stefan Zwalle investiert sich dort seit längerer Zeit jetzt aktiv und hilft Menschen, aus der Schule rauszukommen. Er gibt ihnen Tipps, wie sie ihr Budget aufstellen können. Und er hat mir etwas geschickt, das ich euch gerne möchte vorlesen von ihm, wo die Budgetberatung präventiv helfen konnte. Ein 19-Jähriger konnte aufgrund der Unterstützung seiner Eltern sehr luxuriös leben und hat sich vieles geleistet. Seine Eltern haben erkannt, dass dies für ihren Sohn nicht gut ist und haben ihm die Unterstützung massiv reduziert. Er hat erkannt, dass er sein Leben bzw. seine Ausgaben auch sofort in den Griff bekommen muss und hat sich selbstständig zur Budgetberatung angemeldet. Dass ein 19-Jähriger erkennt, dass er finanzielle Probleme bekommen wird, sofern er nichts ändert, hat mich doch sehr beeindruckt. Hier kann die Budgetberatung extrem viel helfen, insbesondere wenn die Person selber noch keine Vorstellung von Kosten und Budget hat, beziehungsweise was das Leben im Allgemeinen kostet und wie man damit umgeht. Hämmer krass, oder? Ein 19-Jähriger, das beeindruckt mich persönlich, man selber sagt, hey, Finanzen sind wichtig, wie man damit umgeht.
und ich muss lernen, wie man mit dem umgeht. Und für das sind wir als Kirche da, um dort auch präventiv hineinzuwirken. Aber manchmal lernt es nicht nur Prävention, sondern manchmal kommen Leute zu uns, die eine grosse Not haben, finanziell, die im Minus sind und die nicht mehr wissen, wie rauskommen. Und dann geben wir ihnen auch manchmal ein Darlehen oder schenken ihnen auch Geld und helfen ihnen aber mit der Budgetberatung zusammen, dass sie das Leben wieder dürfen in den Griff bekommen. Das waren ein, zwei, drei Projekte, die wir dir jetzt schon kurz vorgestellt haben. Und am Schluss werde ich noch mal kurz auf andere eingehen. Aber du hast vor allem noch die Möglichkeit, die Kinder bei allen Projekten zu informieren, die wir bei uns in der Kirche haben. Ich möchte darauf sprechen kommen, was das mit Weihnachten zu tun hat. Was hat das mit dem Song zu tun, macht hoch die Tür macht weit. Lass uns die Geschichte hören, wie der Song überhaupt entstanden ist. Es war eine schwierige Zeit. Krieg, Hunger und auch die Seuchen sind nicht spurlos an der Bevölkerung vorbeigegangen. Wohlstand hat man vor allem noch in den Häusern der alten gesessenen Kaufleute von Königsberg gefunden. Aber auch im Haus des Fisch- und Getreidehändlers Sturgis. Er hat nicht von Geburt an zu den Wohlhabenden gehört, sondern war vielmehr ein Aufsteiger, der mit kaufmännischem Fingerspitzengefühl und zähem Fleiss zu Wohlstand und Reichtum ist gekommen. Zwar hat man ihm einen Bauplatz im vornehmen Patrizierviertel verwehrt, trotzdem hat sein neu erbaute grosse Haus am Rossgärtner Markt jedem Vergleich können standhaben. Nur etwas hat der Besitzer von diesem Haus geärgert. Nicht weit weg von seinem Grundstück hat es einen Arme und ein Siechenheim gehabt und dicht neben seinem Gartenzaun ist ein schmaler Fußweg verlaufen, den die Armhäusler gebraucht haben, wenn sie Besorgungen in der Stadt haben machen oder am Sonntag den Gottesdienst besuchen. Zwar haben sie den Kaufmann nie belästigt, aber der Sturgi hat sich über den Anblick von diesen armseligen Gestalten geärgert und hat beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Spitzfindig wäre es gewesen, hat er die breite lange Wiese, die der Weg darüber geführt hat, gekauft und einen herrlichen Park daraus gemacht. Der Park hat er eingezäunt, gegen aussen mit einem prächtigen Tor und auf der Rückseite hat er ihn mit einer kleinen, verriegelten Pforte abgeschlossen. Jetzt war der Armhäusler der Weg versperrt gewesen. Der Umweg in die Stadt war für die meisten von ihnen zu weit und zu beschwerlich gewesen. So haben sie ihr Leid dem Pfarrer Weiss geklagt und ihn um Hilfe und Rat gebeten. Sollte es Gott nicht möglich sein, dem reichen Mann die Tor von seinem Herz zu öffnen, so, dass Barmherzigkeit Einzug halten kann? Ist es nicht so gewesen, dass man am Händler Sturgi seinen Namen auf Spendenlisten in der Regel hinter hohen Summen hat gefunden und dass er sich als besonders grosszügig gezeigt hat, wenn die Spende und der Betrag öffentlich gemacht wurden? Er hat auch immer eine grosszügige Hand gehabt, wie er Adventszeit der Chor vor den Häusern der Wohltäter und Spender seine Lieder hat lassen klingen. Doch in diesem Jahr ist es anders gewesen. Das verschlossene Tor vom angelegten Garten war der Grund für die abweisende Haltung, die man am Herrn Sturgis entgegengebracht hat. Man hat in diesem Jahr vor dem Haus vom Getreidehändler nicht wollen singen. Der Pfarrer Weissel hat aber zu Bedenken gegeben. Ich meinte, dass wir die Adventszeit und Weihnachten nicht richtig feiern können, wenn wir den Reichmann ausschliessen. Unser Erlöser geht ja auch an keinem Haus oder Herz vorbei. Wenn wir am Vorbild von unserem Erlöser nachfolgen oder nicht? Der Chorleiter, ein junger Student, ist nachdenklich geworden. Aber würden sich die Chormitglieder überreden? Schlussendlich hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt und der Pfarrer Weissel persönlich würde den Chor begleiten. Doch welches Lied hat bei Herrn Sturgis erklingen? Da hat der junge Student die Schublade vom Arbeitstisch vom Pfarrer Weissel aufgemacht und hat das Blatt, das dicht mit Liedversen beschrieben war, rausgenommen. Schweigend und sichtlich ergriffen hat der junge Student die Versen gelesen. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit, es kommt der Herr, der Herr. Wundervoll, hat er schließlich mit Begeisterung gerufen. Das Lied sollte in dieser Adventszeit zum ersten Mal erklingen. Für einen Anfang mit einer provisorischen Melodie.
Später wird sich dann sicher ein Komponist finden, der eine gute Melodie wird kreieren. Aber Moment, wie ist es überhaupt zu diesem Lied gekommen? Während der junge Gast noch einmal das Wort von diesem Lied hat überflogen, hat der Pfarrer Weissel die Geschichte von diesem Lied erzählt. Vor kurzem, dann, wo der starke Nordoststurm von der nächsten Küste her übergeweiht hat und viel Schnee mit sich gebracht hat, hatte ich in der Nähe vom Ton zu tun gehabt. Die Schneeflocken haben den Leuten ins Gesicht geklatscht, als wollten sie ihnen die Augen zukleben. Zum Schutz zu finden, haben viele Leute mit mir zusammen den Dom angepeilt. Der freundliche und humorvolle Künstler hat uns mit einer tiefen Verbeugung die Türen vom Dom geöffnet und gesagt: Willkommen im Haus vom Herrn. Hier ist jeder auf gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Taglöhner. Wenn wir nicht noch raus auf die Gasse gehen und alle reinholen, die kommen wollen, das Tor vom König der Könige steht allen offen. Nachdem ich den Schnee von meinem Gewand abgeschüttelt hatte, habe ich dem Küster auf die Schulter geklopft und gesagt: Du hast mir vorhin eine ausgezeichnete Predigt gehalten. Wir sind im Forum vom Dom geblieben stehen, bis sich der Sturm beruhigt hat. Dann sind wir die ersten Verse fürs Lied in Sinn gekommen. Daheim habe ich den Text in kurzer Zeit fertig geschrieben. Am Nachmittag vom 4. Advent haben sich die Alten, die Kranken und Armen vom Siechenheim zur Weihnachtsfeier vor Kirchengemeinde versammelt, die auch in diesem Jahr durch Spenden von den reichen Handelsherren ermöglicht worden ist. Nach dieser Feier wird der Chor noch die Wohltäter, die bis jetzt noch nicht besucht wurden, mit Weihnachtslieder erfreuen. So hat sich der Salzanzug formiert. Voraus der Pfarrer Weissel, hinter ihm die Sänger und das hinterste Arme und die Siechen, die an Stöck und Krücken hinten nachgekumpelt sind. Währenddem ist der Herr Sturgis alleine in seinem grossen Zimmer gesessen. Der Tisch war festlich geschmückt und mit erlesenem Essen bedeckt gewesen. Und dann sind sie gekommen, der Pfarrer, die Sänger und das hinterste Alte und die Siechen. Entsetzt hat der Sturgis den seltsamen Zug beobachtet, der an den weit geöffneten Türen von seinem Haus vorbeizogen ist. Wollte man ihn auf diese Art und Weise kränken? Aber nein, jetzt haben sie angehalten. Direkt vor einem prächtigen Tor von seinem Park. Wollen sie dort singen? Zögernd hat der Sturgis sein Haus verlassen, ist durch den Garten bis zur kleinen Pforte gegangen und hat sie geöffnet. Da hat der Weissen seine Ansprache angefangen. Er hat vom König, von allen Königen erzählt. Von dem, der auch heute vor verschlossenen Herzenstüren steht und wartet, bis man ihn reinlässt. So auch beim Kaufmann Sturgis. Ich flehe euch an, hat der Weissen weitergeredet. Macht nicht nur das sichtbare Tor von diesem Parkhof, sondern auch das Tor von eurem Herz und lädt den König rein, bevor es zu spät ist. Als er das sagt, dreht er sich um und zeigt auf die Schar von Kranken und Alten, die ihm gefolgt ist. Weihnachten kommt näher. Aber um was geht es an Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten für dich? Wie bist du aufgewachsen mit Weihnachten? Mit welchen Traditionen? Mit welchen Gefühlen? Mit welchen Erinnerungen? Und mit was verbindest du auch die Weihnachten, die schon gleich werden vor der Tür sein? Egal, ob du schon lange in dieser Kirche bist, ob du mit Gott unterwegs bist, ob du von Gott nichts möchtest wissen, ob du heute als Besucher da bist, ich möchte uns heute daran erinnern, was wir in der Bibel lesen, warum das Weihnachten eigentlich gefeiert wird. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ist ja eigentlich einfach. Es ist doch die Erinnerung an die Geburt von Jesus Christus. Und doch sage ich, dass es viel, viel mehr als das ist. Es ist nämlich die krasseste Liebesgeschichte von der ganzen Menschheit, die im Leben von Jesus seine Vollendung findet. Und ich weiss, dass es heute für viele unsinnig mag klingen. Und viele glauben auch nicht an das, was mit Jesus passiert ist, wer Jesus gewesen ist. Und viele glauben nicht daran, dass es einen Gott gibt, der Mensch ist worden und erst recht einer, der nachher ans Kreuz gegangen ist und für alle Sünden hat können sterben, dass wir davon losgekauft sind.
Man mag darüber diskutieren, man mag darüber philosophieren. Schlussendlich ist es etwas, das im Glauben bleibt. Für mich persönlich ist es mehr als einfach im Glauben. Für mich persönlich ist es eine Gewissheit. Vor allem deswegen, weil ich sehe, was für krasse Sachen, dass Jesus während seiner Lebzeiten gemacht hat, die dokumentiert sind. Und wenn ich sehe, was passiert, wenn Leute heutzutage in die Fußstapfen hineintreten und genau das machen, was Jesus auch gemacht hat. Nämlich denen die Hand geben und denen auf die Beine helfen, was nicht so gut geht. Was bringen all die Projekte, die wir als Kirche machen im sozialen Bereich, innen? Was würden die bringen, wenn das Ganze mit Jesus nicht stimmen, wenn die ganze Geschichte um Jesus nicht wahr wäre? Vielleicht machen wir die Projekte dann für uns selber, um uns besser zu fühlen. Vielleicht sind wir aber so unterwegs, dass wir echt grosses Mitleid haben mit dem Leid, was da in der Weltgeschichte immer passiert. Und wir möchten helfen. Das ist an sich überhaupt nicht schlecht. Was bringt es aber, die ganzen Projekte, wenn die Geschichte mit Jesus wirklich wahr ist? Was passiert, wenn wir an das glauben? In Matthäus 25, 34 bis 36 steht, da sagt Jesus zu den Jüngern: Kommt daher, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, wo er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch parat hat. Denn wo ich bin hungrig war, hat er mir zu essen gegeben. Wo ich bin durstig war, habe ich für euch zu trinken bekommen. Wo ich bei euch ein Fremder war, hat er mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzulegen und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und als die Jünger nach einer Frage, ja, wie ist es denn möglich, wie hättet ihr das können machen? Da antwortet Jesus, Folgendes möchte ich euch sagen. Dass ihr für einen von meinen geringsten Brüdern oder von meinen geringsten Schwestern da habt, das habt ihr direkt für mich da. Jesus ist geboren worden, nicht einfach, um in seinem Leben der Krankheit und der Schwachheit zu begegnen, sondern Jesus hat sich eins gemacht mit den Leuten, die in Schwachheit drin waren, die krank waren und die Hilfe gebraucht haben. Helfen bedeutet nichts anderes, als Gottes Reich sichtbar machen. Wenn wir an die Botschaft von Jesus glauben, was in der Bibel steht über ihn, dann bedeutet es, was in diesen Versen steht, dass das Erbe von Jesus, das Himmelreich, jetzt schon in Besitz genommen werden kann. Nämlich hier auf dieser Welt. Es steht in der Bibel, dass es einst wird ein Leben geben, wo es kein Leid mehr wird geben. Dass es ein Himmelreich geben wird, wo alles schön ist und wo die Menschen dürfen zu Gott kommen, die das möchten, die das Leben mit ihm möchten führen. Aber bis dorthin ist eine gewisse Zeitspanne, wo wir tatsächlich, und wir können es nicht lügen, wir sind in einer Welt, in der Leid passiert. Und Jesus sagt nichts anderes als, hey, wenn wir anfangen, Menschen die Hand herzugeben, dass sie wieder dürfen aufstehen in ihrem Leben drin, wenn wir ihnen in den alltäglichen Sachen wieder auf die Beine helfen, machen wir nichts anderes als für sie das Reich von Gott ein Stück weit sichtbar zu machen. Und somit geben wir den Menschen eine neue Hoffnung. Ob das ein Kind in Nepal, Kambodscha ist, eine ältere Dame, die bei dir nebenan wohnt, die alleine ist die ganze Zeit. Ob das ein verschuldeter Mann ist, der Betreibungen am Hals hat. Ein Flüchtling, der in der Schweiz neue Hoffnung sucht. Jugendliche, die vielleicht sein Elternhaus verlassen hat, weil er dort geschlagen wird. Gott schaut nicht, wie die Menschen in die Situation reingekommen sind. Er ist auf die Welt gekommen, um diesen Menschen in dieser Situation die Hand zu geben. Und wie macht er das? Er gibt ihnen die Hand, indem er uns rausschickt. Und indem wir praktisch anfangen zu helfen. Wo Jesus uns braucht, jeden Tag, jede Woche und unser ganzes Leben. In diesem Augenblick hat der Chor angefangen. Er höre einen Engelschor. Die Worte sind tief in sein Herz eingedrungen. Langsam hat er sich dem grossen Tor genähert,
hat bei zweiter Strophe mit zitternder Hand in den Jackensack gelenkt, den Schlüssel rausgenommen und die schweren Eisenflügel weit aufgemacht. Der Pfarrer Weissel ist reingegangen, hinter ihm der Chor und dann die Alten und die Kranken. Sie sind singend durch den Park gelaufen, bis sie zur kleinen Pforte kamen. Der Sturgis hat sie weit aufgemacht und verkündet, dass von jetzt an Tür und Tor weit offen werden bleiben, sodass der König von den Königen kommen kann. Auf das aber hat er alle in sein Haus eingeladen. Auch die Alten, die er bis jetzt aber fast nicht anschauen konnte, weil er ihren Anblick nicht erträgt. Er selber hat so strahlende Augen gehabt, wie ein Kind am Weihnachtsabend. Er ist neben dem Pfarrer gehockt und hat ihn darum gebeten, die Strophe von diesem neuen Lied als Erinnerung an diesen Tag in sein Gesangsbüchlein einzuschreiben. Die Bitte ist ihm gerne erfüllt worden. Aber auch der Pfarrer Weissel hatte den Wunsch gehabt. Er hat den Kaufmann gebeten, die für ihn wichtigsten Ziele in diesem Lied zu unterstreichen. Der reiche Kaufmann musste nicht lange überlegen. Ohne zu zögern hat er die Feder in die Hand genommen und hat den ersten Satz der fünften Strophe unterstrichen. Von diesem Tag an wird der Weg durch den Park Advent- oder Weihnachtsweg genannt. Der Herr Sturgis hat nicht nur an diesem Tag hat er nicht nur die Tür von diesem Park aufgemacht, sondern er hat das Türchen von seinem Herz aufgemacht. Und das Schöne daran ist, was ich immer wieder merke, Gott ist nicht einer, der sich aufzwängt. Auch nicht, wenn Weihnachtszeit ist. An Weihnachtszeit kannst du so verbringen mit deiner Familie, dass es ein schönes Fest ist und es muss mit Gott nichts zu tun haben. Gott kommt nicht und zwängt sich da rein. Der Fakt, dass es einen Jesus aus Nazareth hat gegeben, der in seinem Leben unheimlich viel bewirkt hat und den Menschen gedient hat und ans Kreuz gegangen ist mit der Überzeugung, dass er jetzt stirbt für die ganze Menschheit, dass wir dafür von Sünden frei werden, das ist geschichtlich dokumentiert, das können wir nicht wegdiskutieren. Ob du aber an die Kraft von dem glaubst, was Jesus gemacht hat, und ob du daran glaubst, dass es einen Gott gibt, der, so wie er in der Bibel beschrieben wird, das muss jeder selber für sich definieren. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass Weihnachten, dass die Weihnachtsgeschichte eine Möglichkeit gibt, sein eigenes Herz aufzutun und sich von Gott verändern zu lassen. Und vielleicht bist du da und du sehnst dich danach, die Liebe, die Annahme zuerst auch zu erfahren, bevor du anderen Menschen wieder kannst auf die Beine helfen. Die gute Message ist, dass Jesus in allererster Linie persönlich für dich ist gekommen, um dein Herz aufzutun, dass du es darfst öffnen, dass er darf Einzug halten. Vielleicht fühlst du dich kalt, manchmal verbittert, manchmal enttäuscht, frustriert, nicht verstanden. Und um dich herum ist so ein Mauer aufgebaut worden, so ein Zaun wie um den Park, den Herr Sturgis aufgebaut hat. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du heute Abend dein Türchen aufmachen darfst. Und so wie wir in diesem Song gehört haben, dass Gott wieder reinkommen darf. Du wirst eine neue Liebe erfahren, du wirst Annahme erfahren, du wirst Geborgenheit erfahren, du wirst Vergebung bekommen. Das sind alles Sachen, die wir uns, wo so viele Menschen sich eigentlich insgeheim danach sehnen, aber nur die wenigsten getrauen, es überhaupt auszusprechen. Weil sich viele dafür schämen. Wir könnten schwach sein. Aber Jesus ist genau gekommen, um in diese Schwachheit hineinzusprechen. Und darum möchte ich dir Mut machen, dass du während dem kommenden Song, den Bernd jetzt spielen wird, dass du dich von dieser Geschichte nochmal lässt berühren und dass du siehst, wo sind deine Zäune, die aufgebaut sind. Und dass du die echt einstürzen darfst. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Du kannst schauen, wenn es sie stattfindet, auf unserer Webseite www.eisjöstichbern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.